In Feldbach wurde zu einer besonderen Premiere geladen. Erstmals in der Geschichte der Stadt wurde im Zentrum ein Kindergemeinderat angelobt. In stilvollem Rahmen und mit vielen Gästen. Wir haben uns im Zuge der Rezertifizierung zur kinder- und familienfreundlichen Gemeinde voriges Jahr überlegt, wie wir die Meinung und die Stimme der Kinder der Stadtgemeinde Feldbach einbeziehen können und auf ihre Bedürfnisse eingehen können. Und haben dann im Gemeinderat beschlossen, dass wir gemeinsam mit der Landentwicklung Steiermark in Feldbach den Kindergemeinderat installieren werden. Es ist quasi die Intention, dass wir damit die Kinder in den nächsten 2 Jahren ein bisschen die Persönlichkeitsentwicklung begleiten und ihnen das Demokratieverständnis ein bisschen verbessern und quasi dann mit ihnen kindgerechte Projekte umsetzen, die Kinder interessieren und die Kinder gerne machen würden. Im Vorfeld dieser Veranstaltung fanden einige Workshops und Treffen statt, in denen die Kinder interessante Dinge über Demokratie, Zusammenarbeit und Verantwortung erfuhren. Im Feldbacher Rathaus wählten die Kinder schließlich unter Vorsitz von Bürgermeister Josef Ober die Kinderbürgermeisterin und den Kinderbürgermeister sowie ihre Stellvertreter. Ja, wir freuen uns sehr, dass heute sehr viele Kinder, 48 sozusagen, ihre Gemeinde Bürgermeisterin und den Bürgermeister wählen werden. Ein historischer Augenblick. Das hat es in der 140-jährigen Stadtgeschichte noch nicht gegeben. Ich bedanke mich vor allem auch bei Gemeinderat Paul König und Frau Marlene Büchler von der Landentwicklung, die das mit den Kindern sehr gut vorbereitet haben. Ein wesentlicher Schritt in einer kindergerechten Stadt, vor allem die Kinder zu begeistern für die Stadt, auch für ein Amt, für ein politisches Amt und auch ihnen damit zu zeigen, dass es jede Stadt, also ein Stadtoberhaupt oder eine Frau Bürgermeister braucht und auch einen guten Gemeinderat, damit für das Gemeinwohl die Entscheidungen der Zukunft getroffen werden. Sie üben hier mit einer enormen Begeisterung und wir hoffen, dass nach mehreren Jahren des Übens sozusagen viele Kinder später mal auch sich für öffentliche Ämter bewerben, weil wir das in Zukunft für demokratische Prozesse unbedingt brauchen. Hinter dem Projekt Kindergemeinderat steht in den steirischen Gemeinden die Landentwicklung Steiermark. Wir haben im September die Kinder in den Schulen besucht und da haben sie dann ganz viele Kinder angemeldet zum Kindergemeinderat und dann waren die Workshops sozusagen, die Kindergemeinderatssitzung thematisch aufeinander aufbauend. Also bei einem Workshop haben wir nur ein bisschen so ein Kennenlernen gemacht, unser Miteinander. Wir haben eine Kindergemeinderatsordnung erstellt, wo die Kinder auch gesagt haben, was ihnen wichtig ist für ein gutes Miteinander. Dann bei einem Treffen haben wir uns ein bisschen mit den Stärken beschäftigt, weil jedes Kind hat halt auch besondere Stärken und kann das dann irgendwie einsetzen, auch beim Kindergemeinderat. Und dann haben sich die Kinder aufstellen lassen als Kinderbürgermeister und Kinderbürgermeisterin. Nach der Wahl fand nun die Angelobung und somit die offizielle Gründung des Kindergemeinderates statt. Mit einer kurzen Vorstellung und den Worten "Ich gelobe" traten die Kinder offiziell ihr Amt an. Das galt natürlich auch für die Kinderbürgermeisterin und den Kinderbürgermeister. Eigentlich toll finde ich, sowas zu machen und weil es den anderen hilft. Und ich möchte mich für die anderen einsetzen. Wenn man zurückblickt auf die Workshops, wie war da die Zusammenarbeit mit den anderen Kindern? Sehr cool, also wir haben immer eine Lösung gefunden. Es war lustig mit den anderen zusammenarbeiten. Wir haben auch Spaß gehabt bei dem Schreiben. Ich finde es sehr cool, weil es ist der erste Kindergemeinderat und der ersten Kinderbürgermeister und Kinderbürgermeisterinnen. Im Kindergemeinderat entwickeln Kinder gemeinsam Ideen und Projekte. Sie beteiligen sich an demokratischen Entscheidungsprozessen und identifizieren sich so langfristig mit ihrer Heimatgemeinde. Also definitiv, das ist unglaublich, wie die Kinder da auch rhetorisch drauf sind und vor allem mit welchem Selbstbewusstsein sie sich hinstellen und ins Mikrofon sprechen. Und ja, es gibt schon Beispiele dafür. Also wir haben, wie gesagt, 2014 eben den ersten Kindergemeinderat eingerichtet. Da ist mittlerweile die erste Kinderbürgermeisterin, ist schon im Erwachsenengemeinderat, beziehungsweise eine weitere hat dann einen Kinderhort in der Gemeinde übernommen. Also genau das passiert da quasi, dieses Gemeindebewusstsein, lokale Bewusstsein, regionale Bewusstsein und ich glaube, das ist ganz wichtig für unsere Zukunft und wird auch hoffentlich hier in Feldbach so sein. Das ist wichtig, dass wir die Kinder mit hereinnehmen, dass wir Kinder für das Gemeindeleben begeistern, ihnen die Gemeinden
kennenlernen lassen sozusagen und sie vor allem auch mitnehmen und nicht nur über die Jüngeren reden, über die Kinder reden, sondern mit ihnen darüber reden, wie die Zukunft in einer Gemeinde ausschauen soll. Aber für mich ganz klar, auch heute, die Stadtgemeinde Feldbach hat einen Kindergemeinderat eingerichtet, übernimmt damit eine Vorbildrolle, eine Vorreiterrolle und ich möchte heute auch von hier einen Appell richten. Die Südoststeiermark braucht in jeder Gemeinde einen Kindergemeinderat, aber auch die Steiermark und vor allem ist die Landentwicklung Steiermark ein professioneller Partner für dieses Modell und ich glaube, da sind wir gut auf einem guten Weg. Der Kindergemeinderat ist offiziell angelobt und gilt ab sofort als Vertretung aller Kinder der Stadtgemeinde Feldbach.